Liebe Christina, lieber Bernhard, lieber Jan-Noel, ich danke für die Einladung. Kinder sind die Blumen des Paradieses. Das hat der pakistanische Zeitungsverkäufer zu meinem Mann gesagt, wenn er über unsere Kinder begeistert erzählt hat. In Sonntagsreden wird auch hier bei uns betont, wie wichtig, wie wertvoll unsere Kinder sind. Handeln wir aber danach. Freiwillig schieben wir unsere Kinder in Kinderkrippen, Kinderhorte, Ganztageskindergärten ab. Kinder brauchen aber ihre Eltern. Sie gehören nicht in Anstalten. Kinder dürfen nicht abgeschoben werden. Vor 130 Jahren begann die Frauenbewegung. Zunächst ging es um das Wahlrecht, später um die Menschenrechte. Ihr Kampf stieß auf einen erbitterten Widerstand in der Gesellschaft. Heute scheint Ihr Kampf sich ausgezahlt zu haben. 40% der österreichischen Regierung besteht aus weiblichen Mitgliedern. Ob Außenministerin, Innenministerin, ob Bildungs- oder Infrastrukturministerin, sie sind keine Exotinnen mehr. Und trotzdem, der Mensch ist ein Säugetier. Das Baby braucht nicht nur gefüttert und gewickelt werden, das Baby braucht sehr, sehr viel Liebe von seinen Eltern. Wohlgemerkt von seinen Eltern und nicht von Tagesmüttern, Opernmädchen oder Kinderkrippenpädagoginnen. Jahrtausendelang blieb den Menschen nichts anderes übrig, als ihre Kinder mit sich zu nehmen. Ob beim Jagen oder Sammeln, bei der Feldarbeit, beim Essen, Schlafen oder Feiern, die Kinder waren immer dabei. Nur vor Jahrhunderten durften die Kinder im Schoße der bäuerlichen oder handwerklichen Familie aufwachsen. Ihr Leben war nicht leicht, sie mussten früh mitarbeiten, aber sie waren doch im Schoße der Familie geborgen. Der Bruch kam mit der Industrierevolution vor 200 Jahren, als die Frauen und Männer in den Manufakturen und Fabriken arbeiten mussten, stellte sich die Frage, wohin mit den Kindern? Dieselbe Frage stellt sich auch heute den jungen Müttern. Was sollen sie tun? Zu Hause bei ihren Kindern bleiben, finanziell abhängig sein, kein Ansehen haben oder sollen sie als Rabenmütter gelten, weiter berufstätig sein und ihre Kinder fremden Leuten anvertrauen? Ich behaupte, dass aus diesem Weg sehr wohl, aus diesem Dilemma sehr wohl ein dritter Weg sich herausschält. Es gäbe eine Lösung. Warum nehmen wir unsere Kinder nicht in die Arbeit mit? Das ist ungewöhnlich, aber für mich der einzige Weg, der in die Zukunft zeigt. Wenn man ein König ist, ist das gar kein Problem. Besonders nicht in einem südlichen Land wie in Spanien. Der Sohn des Königspaares ist wie selbstverständlich bei einem wichtigen Staatsakt dabei. Wenn schon kein König, wenigstens amerikanischer Präsident. Während Kennedy im berühmten Oval Office arbeitet, spielt sein kleiner Sohn unter dem Schreibtisch. Auch von Obama wird berichtet, dass er es als ein Privileg empfindet und genießt, dass er im selben Haus arbeiten darf, wo seine Familie wohnt. Ein bisschen schwieriger wird es schon, wenn man nur österreichische Abgeordnete ist. Als Christine Heindl ihr Neugeborenes in den Plenarsaal mitgenommen hat, löste das sofort ein Skandal aus. Aber trotzdem, ich fordere für alle Kinder dieses Privileg, dass sie bei ihren Eltern sein können, auch wenn diese arbeiten. Gute Beispiele gibt es schon. Kinder im Büro, dieses Bild, das nächste, erinnert mich an meine eigenen Erfahrungen, als ich bei den Müttern für eine atomfreie Zukunft Mitglied war. Wir arbeiteten oft härter als in jedem Beruf, aber unsere Kinder waren immer dabei.
wo denn sonst? Das nächste Beispiel überraschte sogar mich. Zwei junge Frauen mussten plötzlich das elterliche Stahlwerk übernehmen. Was sollen sie mit den Kindern machen? Sie nahmen sie einfach in den Betrieb mit. Und als Chefinnen erlaubten sie es, den Angestellten dasselbe zu tun. So entstand eines der familienfreundlichsten Unternehmen in Bayern. Schweizer Banken wissen das schon lange. Sie haben schon vor Jahren ihre Betriebskantinen geöffnet für die Angestellten und deren Kinder besonders. Das war das Besondere. Hier am Bild sieht man, dass man dadurch auch die Männer mit einbeziehen kann, nicht nur immer die Mütter. Mein Lieblingsbeispiel ist das Altersheim im Gasteinertal. Da mit den Pflegerinnen auch am Nachmittag mitarbeiten, kam der Direktor auf die Idee, die Kinder nach der Schule in das Heim einzuladen. Sie aßen gemeinsam mit ihren Müttern und beschäftigten sich dann gemeinsam mit den rüstigen Bewohnerinnen, einschließlich Hausaufgaben machen. Auch wenn das Kinderkriegen weiterhin eine Frauenangelegenheit ist, werden die jungen Männer, wenn sie Familie gründen wollen, in der Zukunft mit dieser Problematik sich sehr wohl beschäftigen müssen. Wenn also Mütter und Väter berufstätig sein wollen und natürlich auch müssen, aber die Kinder ein Recht auf ihre Eltern brauchen, damit sie gut gedeihen, dann fordere ich, öffnet die Arbeitswelt für Kinder. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, a lot of things that you do will make me feel alright. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping.